Ja, moin und hallo, es geht weiter bei Oddworld Soulstorm. Ja, ganz toll, wenn am Release-Tag die Epic-Server für mehrere Stunden nicht verfügbar sind und man nicht spielen kann. Ich musste jetzt tatsächlich bis abends irgendwie warten. Mir sind auch noch ein paar private Dinge dazwischen gekommen dann. Ganz toll, aber gut, jetzt geht's endlich weiter und wir vereint. Okay, finde die überlebenden Mudokons und überlege dir, wie es weitergeht. Ja. Denn die Story sieht ja bislang schon ganz interessant aus und ich bin schon gespannt wie ein Schlüpfergummi, wie es hier weitergeht. Gucken wir mal. Achso, das war das hier gerade. Okay. Gucken wir mal. Oh, was ist das hier los? Oh, das ist der Zeppelin, den wir vorhin gesehen haben. Ja, mal kurz so zum Hintergrund, ne? Also der Zeppelin, der wurde gesteuert von den letzten Überbleibseln von Rupture Farms. Das ist eine Fleischfabrik, die wir als Ape im ersten Teil zu Fall gebracht haben. Denn die hat nämlich vor, uns und unsere anderen Mitmudakens, ja, zu Snacks zu verarbeiten. Halte LT gedrückt, um zu chanten und nutze L, um die Chi-Kugel zu bewegen. Nutze sie, um das Chi-Schloss zu aktivieren. Okay, das ist auch neu. So, wir können nach hier. Das Schleichen. Okay, damit haben wir Schloss Nummer 1 erwischt. Dass wir hier sowas steuern können, ist neu. Das Chat natürlich nicht. Das gab's schon vorher. Cool. Ja, nicht nur, dass sie uns halt ja, zu Snacks verarbeiten wollten damals. Oh, okay, was ist hier los? Das ist auch was Neues. Ruhig, mittel und hoch. Anscheinend eine Alarmanzeige. Sie haben uns eigentlich auch vorher mehr oder weniger wie Sklaven gehalten. Halte LB, um dich an Feinden vorbeizuschleichen. Hochzuhieven und leise vorbeizuspringen. Okay. Ja, das habe ich ja schon mal ordentlich verbockt. Ich habe nämlich die falsche Taste gedrückt. Ja. Yeah. Wir gucken jetzt mal, ob wir das hier nicht auch machen können. So. Ah, okay. Die Kugel unten. Ihr seht die neben dem zweiten. Die hat uns abgewehrt. Okay. Das Schleichen ist immer noch sehr geil umgesetzt. So, was haben wir hier? Ah ja, da steht es auch schon. Chant Unterdrücker. Glackentechnologie, die Ape daran hindert, seine spirituellen Kräfte zum Chanten einzusetzen. Im ersten Teil haben wir da immer noch gleich eine kassiert. Hier wird offenbar nur unsere Kugel abgeschossen. Die Geräusche sind halt auch einfach zu geil. Können wir uns auch leise fallen lassen? Ich war mir nicht mehr sicher. Ging das? Das muss jetzt gehen. Das ist ja übel. Dreht er sich um oder dreht er sich nicht um? Darf sich jetzt natürlich nicht umdrehen. So, einsammeln. Unterlassen. Diep, 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 diep. Unterlassen. Okay, wir müssen uns natürlich hier unten nochmal umsehen. Ups, bevor es da um die Ecke weitergeht. Ja, es ist manchmal ein bisschen fummelig. Muss ich leider zugeben, sich an den Kanten runterzulassen. So, hier rollen wir uns jetzt einfach mal vor. Okay, ist das jetzt hier? Oder geht es hier in Wahrheit weiter? Das ist jetzt die große Frage, ne? Immer so ein bisschen... Na? Die Frage bei solchen Spielen. Wo geht es in Wahrheit weiter und wo ist ein Secret? Weil da oben sehe ich einen Checkpoint. Da muss es da eigentlich weitergehen. Dann gehen wir doch hier unten weiter. So. Und wie können wir hier rein? So. Geheimareal gefunden. Okay. Hier sind wir jetzt mal schön leise. Ah, da hinten haben wir was. Da können wir wieder chanten. Kommen wir nach da hinten? Nee, so schon mal nicht. Ich dachte, wir könnten nach da hinten fliegen. Das wird am Hintergrund sehen. Aber da kann ich nicht rüber. Da
Da können wir auch nicht drüber. Wo geht's weiter? Da kommen wir auch nicht lang. Ist doch merkwürdig, oder? Da rechts sehen wir, unten rechts sehen wir auch, wie lang das Ganze anhält. Wie lang und wie weit wir damit fliegen können. Vielleicht müssen wir hier vorher noch was anderes erledigen. Sieht momentan noch nicht so aus, als ging es hier weiter. Das kann sogar eine Sirene gegangen, cool. Uns hier mal lieber bedeckt. So. Davon haben wir eigentlich noch genug, oder? War nicht. Jetzt haben wir wieder genug. Hier können wir uns durchbrennen. So. Dann nehmen wir mal eine Gebräuflasche. So, reicht das schon? Na, Feuer macht er schon mal nicht. Können die bestimmt auch schön in Brand setzen, die Typen. Und wir können sie... Wir können das Stück Mauer dort nicht zerstören. Wir können es so heruntersetzen. Ah, okay. Wir könnten jetzt wahrscheinlich einen theoretischen Brand setzen. Ich möchte euch aber schon mal die Übernahme zeigen. So. Was können wir hier mit ihm machen? Ja, genau. Ihr könnt mich schön rumballern. Okay, wir können hier rumzielen. Und das können wir machen. Das freut ihn, Abe. Wir hätten ihn da unten natürlich auch flambieren können. Ich weiß nicht, das sieht mir aber irgendwie... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ich glaube ja ganz stark, dass es da hinten doch irgendwie weitergehen musste. Sieht mir noch nicht so aus, als kämen wir hier auf die Schnelle wieder zurück. Ich gucke jetzt doch nochmal hier. Hier muss es irgendwas geben. Da kommen wir nicht weiter. Ich hätte gedacht, dass man da irgendwie rüberfliegen kann, aber... Okay. Ach, guck mal, da unten ist der Checkpoint, wo wir eben waren. Na gut. Ich gebe sie erstmal auf. Ist auch irgendwas, was so komisch funkelt. Konnten wir da gerade ganz knapp am Bildschirmrand sehen. Na okay, die können jetzt auch nach unten gucken. Ich wollte mich... Ich habe mich gerade gefragt, ob die es jetzt können. Ja, können sie. Ich glaube, in den Vorgängerteilen konnten sie es noch nicht. Da haben sie immer noch auf dieselbe Ebene geguckt. Checkpoint aktiviert. Was haben wir denn hier jetzt? Wieder Wasserflaschen. Und ein neuer Hinweis. Schleichen, halt LB, um nicht am Feind vorbeizuschleichen, hochzuhiefen. Ja, das hat man doch gerade schon.
Okay, das ist krass. Ist einiges los. Ja, und ich habe auch schon eine Idee. Wir müssen hier mal ein bisschen rumtrampeln. Doch nicht. Hätte ich jetzt schwören können, dass wir da rumtrampeln müssen. Dass er sich umdreht. Und so wird das doch hier nichts. Die stehen ja alle nur dumm rum. Gucken alle in die falsche Richtung, blöderweise. Jacken wird uns hier. Ja, genau, jetzt wird mir direkt geröstet. Das bringt uns hier auch nicht weiter. Wasserflasche. Ah, Moment mal. Das könnte schon reichen, ne? Und Feuer frei. Aber es reicht noch nicht. Müssen wir denn da vorbeikommen, wenn wir jetzt runterlassen? Oh, ganz schlecht. Ja, das war's. Ich wollte eigentlich auch nicht gleich ganz unten landen. Aber wir gucken uns jetzt mal hier um. Irgendwie sah mir das immer noch nicht richtig aus, dass sie sich nicht weggedreht haben. Der ist jetzt aber da so rübergelaufen. Steht eigentlich direkt im Feuer. Jawohl. Den haben wir schon mal. Okay, der da unten kann uns nicht sehen. Der muss jetzt nur einen Schritt weiter gehen. Jetzt. Scheiße. Ja, nicht hochgucken. Wir haben ihn sogar ein bisschen mit angezündet, glaube ich. Jawohl. Jawohl. Das macht Spaß. Ups, das war der falsche Knopf. Wir konnten. Oh, wir hätten gerade irgendwas stehlen können. Scheiße. Da war ich wohl ein bisschen zu langsam. Ja, lauf mal einen Schritt. Jetzt habe ich mich leider verdrückt. Oh, hat aber gereicht. So. Das ist Rennen. Diese Achievements, ich weiß ja nicht. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier fix sein. Wenn er sich umdreht, müssen wir hoch und dann oben rechts gleich weiter. Betonung liegt auf wenn. Warum dreht er sich jetzt nicht mehr um? Na komm. Steht ja dauernd so dumm in der Gegend rum. Was passiert dann? Nichts. Muss natürlich vorsichtig sein. Ah, jetzt schaut er sich mehr um. Läuft jetzt hoffentlich. Ja, jetzt läuft er nämlich zurück. Geschafft. Sehr gut. Jetzt nämlich hier verspringen. Sehr schön. Wir schleichen hier mal schön weiter. Sehr gut, das hätten wir. Aber wir haben immer noch die beiden Mudakins zu retten. So, Besitz ergreifen. Chant mit LT und greif von einem Slick Besitz, indem du die G-Kugel mit L bewegst.
Hinweis: besessene Slicks können auf andere schießen, Türen öffnen, umgehauen werden oder explodieren. Ja, einen Teil davon habt ihr ja vorhin schon gesehen. So, wir öffnen erstmal das hier. Hallo. ET zum Betäuben. Oh. Scheiße. Zupfung. Ich dachte, Betäuben ist eine Art Betäubungsschlag gemeint oder sowas. Auch interessant. Damit können wir sie außer Gefecht setzen, falls wir sie nochmal brauchen, ganz offensichtlich. Oh. Übrigens auch interessant, dass auch die jetzt einen Energiebalken haben. Das ist nämlich neu. Vorher waren die eigentlich mit einem Treffer erledigt. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Beide auf einmal erwischen. Oder auch nicht. Oh, jetzt haben wir den nächsten übernommen. Cool. Können wir das Ding oben eigentlich auch kaputt schießen? Ne, leider nicht. Oh, jetzt hat sie uns eine verbraten. Oh, fuck, und der ist jetzt natürlich wieder bei Bewusstsein. Und jetzt habe ich zu lange gezögert. Shit! Aber da kommen wir jetzt nicht mehr ran, oder? Oder doch? Ach, scheiße, jetzt ist die Kugel wieder aktiviert. Jetzt. Oh, Moment. Kennen die noch? Ja. Und tschüss. Sehr schön. Immer noch keinen gerettet hier. So, da wird der Schalter. Ja, okay, wir müssen den Schalter mit ihm aktivieren. Habe ich mir schon fast gedacht. So. Ehrlich? Oh, das ist noch einer. Okay. Ach so, wahrscheinlich, falls wir ihn aus Versehen haben explodieren lassen, ohne den Schalter zu betätigen, dass man sich hier nicht den Weg zubaut. Ist das da oben diese Tür, wo wir vorhin waren? Nee. Das ist eine andere. Das Level-Design finde ich schon sehr cool, muss ich sagen. Oh, da kommt der Zeppelin. Hoppala, nicht funktioniert. Nein. Ich habe es mit der Tastenbelegung noch nicht so drauf. Ihr merkt das schon. Oh, scheiße. Wow, 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 der sieht uns hier oben. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Okay. Mit diesen realistischeren Sichtlinien müssen wir erstmal noch anfreunden. Holy shit. Wasserflaschen. Schön vorsichtig jetzt. So, hier muss doch mal einen Schritt laufen. Na komm. Yes. Das hat gesessen. Jetzt müssen wir es wieder löschen. Schön ist, es wird uns unten natürlich immer angezeigt, was wir gerade aktiviert haben. Schleichen, Rennen. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen uns von oben runter arbeiten, weil wenn die das sehen, unternehmen die was dagegen. Oder so. Gut, das war nicht beabsichtigt. Zum Stehlen halten. Was können wir jetzt stehlen? Klebeband. Eine große Rolle aus klebrigen Zeug eignet sich perfekt, um seinen Feinden gegenüber Beherrschung und Gnade zu zeigen.
Okay. Wir können Gnade walten lassen hier. Sehr interessant. Tschüss. Hallo ihr zwei. Oh, ich müsste vielleicht vorher nachladen das nächste Mal. Ich drücke dauernd den falschen Knopf. Ich werfe hier natürlich nicht absichtlich meine Wasserflaschen alle weg. So, was konnten wir noch? Konnten wir ihn betäuben? Oh, jetzt habe ich ihn wieder übernommen, oder was? Ne. Klebeband, Werkzeug und Schlüssel. Zum Fesseln. Ich mache das jetzt einfach mal. Jetzt können wir wieder was stehlen von ihm. Gebräuflasche und Klebeband. Interessant. Ich weiß ja noch nicht genau, was mir das bringen soll, aber die Funktion wird sie nicht ohne Grund geben. Bin mal gespannt, ob sich das irgendwie dann auch auf die Story auswirkt. Alter Schwede, da haben wir. Da haben wir eine Strecke vor uns. Okay. Da oben laufen sie alle. Alle, die wir früher gerettet haben. Und jetzt haben wir hier zwei. Und da kannst du gerettet werden müssen. Und die Minen kenne ich noch zu gut aus dem ersten Teil. Slap-Minen sind gefährlich. Deaktiviere Slap-Minen, indem du kauerst und sie dann X antippst. Und sie dann. Achso, sie dann antippst, wenn sie grün sind. Und zwar mit X. Oh Mann. Oh, das wollte ich gar nicht. Ja, okay. Jo, das war falsch. Na klasse. Hab ich jetzt auf den langen grünen Ton gewartet. Ach, jetzt aktiviere ich das hier schon wieder. Ja, da ist mich auch so eine kleine Verzögerung immer dabei, bis Abe dann auch drauf drückt. Nicht gerade einfacher. Vor allem, wenn man sich dann auch noch fett drückt. Was war das denn? Jetzt habe ich gerade mal versucht, ob ich mich mit dem Digi-Kreuz vielleicht auch bewegen kann. Damit mir sowas nicht noch einmal passiert. Analogstick ist echt sehr empfindlich in dem Spiel. Soweit so gut. Alter Schwede, da machen wir gleich ein Stück von den Dingern. Das wird ja ein Spaß. Tschüss. Aber ich habe natürlich schon eine tolle Idee, was wir da oben mit den Minen machen. Könnt ihr euch mit Sicherheit schon denken. Und Attacke. Oh, es war leider nur eine. Ich hätte gehofft, dass wir wenigstens zwei erwischen. Okay, hier haben wir schon mal einen Checkpoint. Mal was wir hier haben. Ja, wir können es uns hier einfach machen. So, Nummer 1.
Nummer 2. Alter, wie viele Mudakens da hinten rumlaufen. Ist der Wahnsinn. Und der nächste. Ja. Dafür reicht unsere Kraft noch nicht. Können wir mit Sicherheit aber ausbauen. Wir sehen ja unten, es ist erst ein Viertel des Kreises gefüllt. Und. Bang! Hat noch gereicht. Sehr schön. Flasche. Das brauchen wir aber nicht. Wir brauchen Gebräu. Gebräu. Wasser brauchen wir jetzt auch. Kommen wir da rüber? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Gucken, was wir hier oben haben. Ob wir damit aber alle Leute retten, ist die nächste Frage. Wir müssen schon hier runter. Oder? Wie kommen wir an ihn ran? Das sieht noch irgendwie nach einer Sackgasse aus. Er kommt nicht bis hier hin. Vielleicht müssen wir ihn dort irgendwie hinlocken. Na komm mal her, komm. Vielleicht wenn er uns sieht. Du siehst uns nicht, während wir direkt vor deiner Nase hängen. Jetzt sieht er uns. Jetzt haben wir unten noch so ein Engelssymbol, interessant. Okay. Hier können wir irgendwas umstellen. Okay. Okay, nun wie kommen wir? Wie kommen wir an den Typen da unten ran? Ich weiß es noch nicht, ich möchte jetzt hier nicht. Alter Schwede, ey. Wie riesig ist denn das Level? Holy shit. Okay. Speichere Checkpoint. Wir machen erstmal einen Break für diese Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.